Denn heute geht's ums Vorlesen. Denn Kindern wie euch, denen regelmäßig vorgelesen wird, sagt man, die sind erfolgreicher in der Schule, kommen besser mit anderen Kindern zurecht, haben ein besseres Gespür dafür, was richtig oder falsch ist und vor allem, denen fällt das Lesenlernen in der Schule leichter. Aber was heute eigentlich das Allerwichtigste ist, Vorlesen macht richtig viel Spaß. Und diesen Spaß werden wir gleich hier gemeinsam miteinander erleben. Aber nicht nur wir, sondern in ganz Deutschland viele andere Kinder und Erwachsene, nämlich insgesamt 700.000 Menschen. Also noch einmal ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr.